Eva Maria Nautz und ich bin Teufelberger Ambassador. Und heute möchte ich euch was über die neue Tasche von Teufelberger erzählen. Das ist das gute Stück und nennt sich The Mule und kommt prinzipiell in zwei verschiedenen Versionen. Und zwar entweder den Lazy Mule, der hat Rollen unten dran, oder die andere Version heißt Mighty Mule. So sieht die Tasche aus. Und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt einen Hüftgurt anbringen. Und Schultergurt als Tragesystem. Aufnehmbar ist das Ganze, wenn ihr zum Beispiel mit dem Flugzeug unterwegs seid und das stören würde, könnt ihr es einfach abnehmen. Oder wenn ihr es prinzipiell einfach nicht braucht. Dazu gibt es noch diese kleine Tasche, in die ihr Kleinkram reinpacken könnt. Klettergeräte, Karabiner, was auch immer. Kann man vorne dran anbringen. Und so. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, wie ihr das macht. So, und als erstes zeige ich euch mal, wie man diese kleine Materialtasche vorne dran befestigen kann. Und zwar, wenn ihr die aufmacht, habt ihr hier so kleine Netztaschen und in der oberen findet ihr dann diese kleinen Schnallen. Vier Stück an der Zahl. Und zwar an der Tasche habt ihr auf der Rückseite eben diese Clips dran. Und um das Ganze hier zu befestigen, macht man diese Schnallen an die Seite. Das ist jetzt hier schon mal gemacht. Ihr könnt selber entscheiden, ihr habt hier quasi dieses Gurtband, dieses Angenähte, und da könnt ihr selber entscheiden, wo ihr das anbringt. Und zwar steckt ihr einfach dieses kleine Metallteil durch eins von den Düsen durch und dann lässt sich das Ganze hier Längen verstellen. Dann nehmt ihr eure Tasche. Und könnt sie dann einfach an den Mule dran klipsen. Schaut es dann aus. Was ich super praktisch finde, ist, dass ich hier, wenn ich das Ganze vorne aufmache, dann meine Wurfeimer hinten verstauen kann und die nicht irgendwie zusammengefaltet und verknäuelt oben in die Tasche mit reinstopfen muss und einfach relativ schön sauber aufgeräumt. Und das nächste ist der Hüftgurt. Der ist super bequem. Also wenn ihr mal mit eurem Packesel wandern gehen wollt oder so, kann ich das nur empfehlen. So sieht der Hüftgurt aus. Eine große Schnalle vorne. Relativ einleuchtend, wie Roma gehört. Er hat nämlich zwei kleine Taschen an der Seite. Und wenn die nach unten zeigen, dann habt ihr es falsch rum dran gemacht. Er hat auf der Rückseite hier einen Klettverschluss und hier hinten, hinter diesem Polster, ist das Gegenstück zum Klettverschluss. Das heißt, ihr müsst nur schauen, dass da richtig rum ist. Und dann schiebt ihr ihn einfach von hinten das Polster durch.
So. Bisschen Gewalt. So, dann ist er schon mal prinzipiell dran. Was ihr dann noch habt, zur Verstärkung gibt es hier auch noch mal Clips. Und da findet ihr an der Seite quasi auch noch mal so ein angenähtes Gurtband. Und da müsst ihr das dann nur noch auf beiden Seiten durchfieseln. Also hier ist so ein kleines Aufräumgummi, um das, was übersteht, dann zu verpacken. Und da fädelt ihr jetzt einfach, so wie man das kennt, von so Schnallen, einmal da durch. Klebt es an der Seite an. Andere Seite auch. Erstmal das kleine Gummibändchen drüber. Und dann die Schnalle rein. So, erster Teil. Der zweite Teil vom Tragesystem ist der Schultergurt. Und zwar ist da auch ganz einleuchtend eigentlich, was Vorder- und Rückseite ist. Das Weichere ist das, was an den Schultern anliegt, und das, wo hier dieses Gurtband verläuft, das ist die Vorderseite. Und oben habt ihr jetzt auch wieder so eine Klettverschlussschnalle. Und hier an der Tasche gibt es verschiedene Gurtbänder, wo ihr das letztendlich auf eure eigene Körpergröße einstellen könnt. Und zwar brauchen wir drei verschiedene von diesen Gurtbändern, wo ihr das drum wickelt. Und dafür wird es dann, ich sag's euch, quasi dann so runtergeklappt. So muss das dann aussehen. Fangt an, haltet das nach oben, sucht euch jetzt eben diese drei Bänder, bis ihr es durchfädelt. Jetzt seht ihr hier, ihr habt dieses Teufelberger Schildchen und das verschwindet jetzt. Jetzt klappt ihr das nämlich nach oben, dann ist es weg. Und jetzt klappt ihr den Klettverschluss runter und jetzt ist es fest. So, jetzt gibt es hier oben drüber nochmal so Schnallen. Die werden hier eingefädelt, dieses Gegenstück, damit ihr das dann einstellen könnt, wie stark der Schultergurt angehoben wird oder runterhängt. Wie bei jedem normalen Wanderrucksack. Fädelt das durch und verstaut es hier auch wieder in diesen kleinen Gummi. Andere Seite auch. Verstaut. So, was ihr jetzt noch habt, ihr müsst das Ganze auch unten befestigen. Und zwar, das zeige ich euch nochmal in einer Aufnahme, habt ihr hier an der Tasche unten diese kleinen Schlaufen auf beiden Seiten, also hier drüben auch. Und hier an beiden Seiten vom Schultergurt habt ihr auch so Schlaufen. So. Und dazu, um das Ganze zu befestigen, müsst ihr das erst nochmal hier rausfieseln. Schaut es dann aus. Und dann nehmt ihr das Gurtband und schlauft die eine Schlaufe durch die andere Schlaufe.
Und dann fieselt ihr es wieder zurück. So. So, wieder so ein Online. Der andere Seite macht ihr das auch. Lösen. Rausfieseln. Schlaufen. Schlaufen. Und wieder retour. So. Das ist aus. Jetzt habt ihr letztendlich noch so einen Brustgurt. Der lässt sich ein bisschen höher verstellen. Oben oder nach unten. Und dann aufsetzen. Hüftgurt zumachen. Festziehen. Anziehen. Und dann schauen, wie ihr diesen Brustgurt wollt. So klippen. Vollladen und ab geht's. So. Und wenn ihr euch jetzt noch fragt, wofür hier an diesem Schultergurt sind auf beiden Seiten auch nochmal so Schnallen dran. Ihr könnt euch auch noch so einen kleinen Gear Mule, also diese kleine Materialtasche, anschaffen und die könnt ihr einfach noch vorne befestigen. So, ich hoffe, das war jetzt alles verständlich und ihr schafft es damit, euren Mule zusammenzubasteln und hoffe, ihr habt Spaß damit. Bis bald, ciao!